Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Epirus. Und wir kämpfen gegen die Schwerter des Ruhms. Und ja, sieht so aus, als würde das ein interessantes Spiel werden. Ich hoffe, ja, dass dieses Mal unser liebes OBS mitspielt. Aber ich glaube schon. Ich mach mal kurz das Fenster zu bei mir, weil die Vögel sind ziemlich laut. Warte mal kurz. So, alles klar, bin wieder da. Vorteil ist, wir können uns einen bunkern. Nachteil ist, der hat Fernkämpfer. So. Nummer 1 kommt von da. Ach, das kennen wir doch irgendwoher, ne? Das Dorf. Jetzt mal aus einer anderen Sicht. So, ich glaube, dieses Dorf ist ziemlich gut zum Einbunkern. Also hier gibt's, also hier kann man durch. Und da kann man nicht durch. Ach, interessant. Da kann man durch und dann nicht. Aha. Also muss der quasi... Wo kommt der dann her? Von da wahrscheinlich. Ha. Okay. Also hier kann man nicht. Da ist ein Eingang. Darum... Womöglich. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall kann man hier sehr schön... Warte mal. Mach mal hier eine Phalanx hin. Hier eine Phalanx hin. Ja, der kommt noch da. Und dann mache ich hier zu. Und dann mache ich hier zu. Easy. Dann. Warte, eine Einheit geht dahin, zwei Einheiten gehen dahin. Eine Einheit unterstützt. Also steht hier als Reserve. Dann stelle ich hier die hin. Und die stelle ich. Nee, warte. Steinschleuderer kommt ganz hinten. Bogenschützen vorne, weil Bogenschützen können hochschießen und die schießen ziemlich flach. Königliche Kavallerie. Was kann der denn? Ah, wow. Das ist ja ein guter. So. Dann stellen wir den mal. Seht ihr das? Die Bäume? Die drehen sich ja voll. Billig mit? Hä? Seit wann machen die das? Ja, okay, jetzt nicht, oder? Nee, klappt nicht, oder? Aber hier! Der dreht sich die ganze Zeit mit. Ist das dämlich? Okay, das habe ich eigentlich noch nie gesehen. Genau, schön verlassen. Gut, wo steigt er hin? Ah, von da. Dann ist ja gut, dass ich hier zugemacht habe. Eins, zwei, drei, vier. Ja, vier. Wo geht er hin? Könnte sein, dass er sich erst verbindet und dann langsam. Also, ich weiß nicht, ob er hier reingeht. Ja, er könnte auch da reingehen. Oder, wie gesagt, er verbindet sich erst. Ja, okay, er kommt von da. Mhm. Bisschen weiter vor.
Das war viel zu weit, viel zu hoch. Concentration. Sehr schön. Warte, du gehst mal weg. Okay, jetzt schön chargen. Ach, das gefällt mir. Sehr schön. Weil das ist letztendlich ziemlich dämlich. Ich glaube, von hinten greift er gar nicht an, oder? Dann kann man mit der Kavallerie dann hinten hingehen. Einheit, was macht das? General sorgt für eine geringe Verbesserung der Moral aller für längere Zeit. Cool. Warte, dann reite ich mal hier hin. Und. Ah, für alle. Das ist besonders gut. Das gefällt mir sehr gut. Dann. Unser General wird angegriffen. Hä? Wie denn? Oh. Könnte mit dem hier hingehen. Ah, da hat er noch eine. Da hat er noch ein bisschen. Warte. Jetzt werde ich mal schauen, ob er jetzt hier hingeht oder. Ich warte mal, bis er die Sperrenkämpfer weg hat. Alter, da sind ja noch super viele. Krass. Der hat langsam ein bisschen Trouble. Dann hole ich mal den hier hin und den auch dahin. Ah, da bleiben die Nahkämpfer dabei. Das ist ein bisschen troublig. Warte, aber sonst, also da sind zwei. Ich glaube, das sind nur zwei Sperrkämpfer. Ja, das ist schon ein bisschen. Okay, aber jetzt kann ich mit der Einheit bisschen rumgehen. Und nicht schnelles Marschieren. Ihr solltet in der Phalanx bleiben, bitte. Pikiniere gehen mal hier hin, aber langsam. So, und jetzt können wir langsam wirklich. Zur Seite gehen. Jetzt treibe ich die mal ein bisschen raus. Warte, General, bitte nochmal pushen. Ja, das ist. Warte, dann. General, reite mal nach hinten. Genau, ich muss hier ein bisschen nach hinten pushen. Die sind ja noch ziemlich gut.
feindliche General ist tot. Speer in Verteidigung bereit. Offlichen bereit. Speerer bereit. Legionäre bereit. Ja, Kommandant. Jetzt gehen wir in den Angriff. So, du greifst den an, du greifst den an, du greifst den an, du greifst den an. Die sind jetzt auch nicht mehr ganz so freundlich oder froh. Alter, das sind vielleicht viele Fernkämpfer. Sehr schön, das läuft doch. Das läuft doch, das läuft doch. Ja, ich hätte wirklich Trouble bekommen, wenn das keine normale. Also, wenn es eine normale Schlacht gewesen wäre, so. Na, jetzt macht den mal tot. Das ist doch mal schön. So, ihr könnt aufhören. Warte, ihr könnt eigentlich auch aufhören. Wobei, Bogenschützen sind da. Wollt ihr die mal töten? Okay. Einmal Charge in den Rücken. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ach, jetzt erst. Schaut euch mal diesen Haufen hier an. Diesen fetten Haufen. Ja, die da kommen jetzt auch nicht raus, weil hier eine fette Phalanx ist. Und hier, Alter. Das ist echt heftig. Gut, Pferde nochmal verfolgen, schön. 22 sind noch zu viele. 59 auch. 29 auch. Wie sind die da? 15, ja, okay. Meinetwegen. Da sind noch welche. Hier sind zu viele. Ah, 76, das sind viel zu viele. Warte mal. Alter, das sind auch noch voll viele. Der Strom ist halt. Sind hier noch welche drin? Nee, es sind alle tot. Ist schon krass. Gut. Ich glaube, dann beenden wir mal. Glorreicher Sieg. Alter, 400 und 488. Ich glaube, das ist fast mein Rekord. Mein Rekord war, glaube ich, 500 oder 550. Irgendwie sowas. Aber auch natürlich Pikeneinheit. 200, 28, 27. Alles perfekt. Wir haben nur 300 verloren. Ich weiß nicht, jetzt bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht mehr ganz so sicher, ob wir das 1500 nur, wir haben wie viele getötet, gefangen, 350 und 2800, eieiei. Hat er verloren, haben wir
Okay, wir haben ja 20 oder so durch Friendly Fire wahrscheinlich wirklich durch die Steinschleuderer. Genau, ich bin mir nicht sicher, dass wir das wirklich auf dem Feld auch verloren hätten. Weil er hatte zwar eine Riesenmacht, aber ja, Hopliten und Phalanx sind halt... Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Nicht zu unterschätzen. Vor allen Dingen, er hatte, ja, also seine Speereinheiten waren nicht schlecht. Also die haben relativ lang ausgehalten, meine ich. Das Problem war wirklich, dass er, ja, er ist halt einfach stumpf draufgegangen. Aber das Problem bei der Karte war wirklich, dass ich also eine Breite und drei... Der macht einen Ausfall. Hä? Ihr verteidigt... Ja. Machen wir... Okay. Achso, genau, die habe ich ja... Ah, jetzt hat... Genau, die Elefanten sind zwar immer bei automatischen Dingern ein bisschen gefordert, aber... Das geht schon, beziehungsweise die werden immer ein bisschen hart rangenommen. Rang erhöht, genau. Siedlung wird belagert. Okay, schon wieder. Sabotiert, Umsturz, Forschung, Verschleiß. Wann gibt die auf? Warte mal. Zwei, was? Wieso zwei Runden? Zwei Runden bis zur Kapitulation, das ist halt gar nichts. Minus... Und mit dir... komme ich eigentlich nicht dahin, aber innerhalb von zwei Runden komme ich dahin. Die Frage ist, was da unten ist. Hier hat er jetzt keine Armee mehr. Okay. Aber das heißt, wenn ich da jetzt weggehe, dann können die einfach das erobern, weil ich keine Garnison drin hab. Ach, das ist doch nervig. Aber du kannst noch... Ach. Auf jeden Fall ein bisschen anheuern. Du... Ja. Wenn ich den jetzt... Ah, Moment, es hat gebimmelt-bommelt. So, da bin ich wieder. Wir waren gerade... dabei, den vielleicht... Ich wollte eigentlich eher einen Ausfall machen. Aber das geht nicht. Was hat er denn? Also, nee, mit dem brauche ich nicht anfangen. Es gibt halt auch keine anderen Zelter mehr. Warte, dann... Okay, das Problem ist wirklich die da. Die geht dann darüber. Der bleibt noch ein bisschen hier, weil sonst kommt der einfach und übernimmt es. Oder ich tue da irgend so ein... und Spaten rein. So, raus. Du rein. Du dahin. Hm.
Siedlung wird Blaukrieg erklärt. Baubericht sabotiert. Ist da wurde sabotiert. Umsturz. Achso, bei der Garnison, oder? Ja, die Pikiniere. Willst du die mal töten? Ja, stimmt, jetzt kann ich ja. Entschuldigung. Da wollte ich, glaube ich, was für die öffentliche Ordnung machen. Was bist du denn? Rebellenarmee. Hm. Sorry. Aber was ist mit den Pferden passiert? Da muss ich dahin. Gerade erforsche ich. Ah, okay. Die da. Minus 8 Nahrung. Der Nahrung ist gerade nicht ganz so das Wahre. So, dann schauen wir mal hier. Minus 2 Nahrung auch. Brauche ich nicht. Wieso habe ich hier eigentlich. Das brauche ich da jetzt ja auch. Okay, dann bin ich durch. Und der blauäugige Bob, der geht jetzt nach unten. Wolfpack hat auch. Ah, genau. Hier. Das Problem sind die Elefanten. Die werden jetzt 100% sterben. Es sei denn, ich mache Schutzstellung. Da müssen die eigentlich überleben. Ja, super. Bild setzen, bitte. Militärtradition. Ihr bekommt das da. Die da machen wir weg. Die da machen wir. Ja doch, die kann bleiben. So, du bekommst noch eine Tradition. Das ist wunderbar. Und Philosoph. Nee, Stratege. Kulturelle Konvertierung. Gegen Barbaren, Forschungsrate. Ja, Versteckungsrate. Oh, das ist nicht schlecht. 5 Angriffsbonus für alle Einheiten. Das ist gut. Ja, dann mache ich das. Wie sieht es denn eigentlich gerade aus? Also, Makedonien hat jetzt hier Pergamon vertrieben. Das ist krass. Sequana, die sind neu. Die haben hier ein bisschen für Trouble gesorgt. Die da gehen ein bisschen offensiv jetzt hinterher. Genau, die da muss ich noch besiegen. Da ist noch eine feindliche Armee. Also die da, das sind die allen. Okay. Und jetzt noch kurz Politik. Wie sieht's aus? Wir haben Imperienstufe nur 5. Das ist ein bisschen wenig. Loyalität sichern. Der hat viel zu viel und ich habe nichts. Das ist ein bisschen heftig. Jetzt mach mal Kinder. Schau mal. Minus 10 auf Kinder. Aber die kann ich nicht. Die kann ich halt nicht trennen, weil die schon zu hoch ist. Hauch von Weinrot. Autorität, Geheimaktion. Du bist 47 und... Alter, du bist 75. Kein Wunder, dass du keine Kinder mehr machst. Kann ich die töten? Warte mal. Die beigeln. Geschenk senden. Warte, du kannst Diplomaten entsenden. Ja, Loyalität.
Ja, wir machen mal die Ekena. Dann ist die. Die könnte zufälligerweise, tragischerweise sterben. Genau, die bekommen alle nichts. Haushalt der Weile. Bla bla bla. Gut. Dann weiter geht's. Na, da kann er schön bleiben. Ja, oder er wird getötet. So, Baktrien ist halt hier. Die sind eigentlich ziemlich weit im Osten, normalerweise. Okay, die verdünnen sich jetzt. Okay, jetzt wird er ein bisschen aggressiver. Da muss ich jetzt auch aufpassen. Aber da schicke ich einfach meinen General hin. Ah, der hat ihn in den Rücken gepikst. Sehr schön. Ja, stimmt. Der hatte eigentlich total viele Armeen. Der könnte mal nach oben wandern hier. So. Genau, was ich noch sagen wollte, die Liebe zum Gold weckt das Böse im Menschen. Okay. Dann seid ihr unser Klientelkönigtum. Cool. Finde ich gut. Herrlichkeit und Großartigkeit haben immer ihren Preis. 2000. Mir wurde gesagt, unserer Schatzkammer fehle eine gewisse Summe Gold. Vielleicht ist es euch ein Anliegen, diesen Missstand zu begleichen. Warte. Viertausend immer noch? 5000. Okay. Für 5000 wollen die nicht handeln? Die sind ja bescheuert. Kulturübergänge. Ich mache Eingliederung. Sabotiert. Du kommst jetzt mal. Ah, der kommt noch bis dahin. Kapitulation in einer Runde. Tja. Jetzt sieht's anders aus. Alter, die hat aber ziemlich eingesackt. Schutzding, weil dann gehen die Pferde nicht so aggressiv rein. So, sehr schön. Du bekommst aber gar nichts. Ja, eine Tradition bekommst du. Und du bekommst Bewegungsreichweite, Kampfrhythmus. Das ist alles sehr schön. Ich will aber auch Geheimaktion mal machen. Warte, was bekomme ich da? Drückt vorwärts. Hier bekomme ich neue Aufschwung. Hier bekomme ich. Ja, Kampfrhythmus. Also hier bin ich erst bei Stufe 2, dann steht zusammen. Ist natürlich auch gut. Da habe ich schon voll. Dann will ich rückt vorwärts. So. Du gehst jetzt mal. Kannst du nicht? Wo kannst du hin? Du kannst genau hier hin. Das ist lustig, weil eigentlich könnte ich das schon wieder verändern. Weil ich nur bis zur Hälfte gelaufen bin. Aber
Das, ja, ist jetzt mal wurscht. Du gehst danach wieder hier runter. Was mache ich mit dir? Du bist eigentlich auch ganz cool. Warte, jetzt muss ich mal schauen. Also, die sind jetzt Verbündete. Die Avena sind auch Verbündete von mir. Dann ist eigentlich nur noch oben. Und im Osten. So, also das da. Warte, dann. Warte, dann Diplomatie nach hier senden. Dann du wirst auch Diplomatie zu wohin? Sequana. Du warte, ich schicke ich mal zu den Arvenern. Ich schicke die ganze Zeit oder jetzt weg, weil es kann sein, dass die dabei sterben. Und das wäre natürlich sehr tragisch, aber möglich. Genau, hier. Das da wollte ich da bauen. Jetzt kann ich wieder mal gucken, was ich alles noch. Minus 8 Nahrung, nee. Ich brauche gerade eher Nahrung. Hier. 3 Nahrung, ja. Du bekommst jetzt auch noch mal ein bisschen Nahrung. Hier mache ich öffentliche Ordnung. Minus 4 Nahrung, minus 3 Nahrung. Ist nicht so. Bombe. Du bekommst. Ja, das gibt auch minus 1 Nahrung. Auch Minusnahrung. Dich brauche ich eigentlich jetzt gar nicht mehr, ganz ehrlich. Dich brauche ich eigentlich jetzt auch nicht mehr. Apollonia, dich brauche ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich könnte noch. Oh, ich kann alles noch machen, warte mal. Wolfpack gehört den Feind. 500 Erste gehört mir. Ding gehört nicht mir. Der hat schon einen, 212. Der hat einen Kinder von den Tücher. Haben keinen. Der bekommt jetzt einen. Und zwar. Ah, die sind eigentlich gleich. Ja. Bekommst du den, diese da? Und dann. Der bekommt nichts, der bekommt nichts. Ja, da ist es ja egal, wenn die sterben. Ist schon fies, das zu sagen, aber ist halt so. Oh, und wir haben schon wieder vollkommen überzogen. Ja. Dann würde ich sagen, warten wir noch kurz, bis es fertig ist. Aber. Ein Zeichen, vielleicht in Form einer kleinen Geld. Jo. Wir können jetzt eigentlich, ja, wir haben jetzt quasi gewonnen. Warum? Weil wir haben super viel Geld. Wir können unsere Verbündeten total pushen, dass sie halt auch groß werden. Unsere Schatzkammern sind nicht so prall gefüllt, dass weitere Tribute eures Volkes unwillkommen wären. Warte mal, Schutzbündnis. Aber ich will. Nein. Nee, ich will, dass sie mein Klientel wird. Habe ich Handels? Nee, ja, habe ich. Aber.
Handels- und nicht Angriffspakt. Ja, egal. Ich meine, nächste Runde oder übernächste wird es mein militärischer Verbündeter und dann gehört der quasi auch mir. Also das zählt dann quasi zum Victory. So. Das ist halt ja jetzt die Frage, was wie lange ich noch spielen will. Also ich habe eigentlich vor, keine Ahnung, 10 Runden oder so gemeint, dass 4 bis... Die Liebe zum Gold weckt das Böse im Menschen. Ja, ja. Das passt jetzt. Diese sind ja schon unsere Klientel. Ich habe ja überlegt, ob wir bis Runde... euer Diplomat hat eine goldene Zunge. Die andere Fraktion hat euch eine ganze Siedlung angeboten. Okay. Natürlicher Tod. Nein. Okay, das ist was. Der war ja heftig. Blöd nur, dass es ein feindlicher ist. So. Gut, dann hören wir mal. Warte, du gehst. Nein. Du gehst hier hin. Du gehst dahin. Echt, du hast ja jetzt. Das war ziemlich dumm. Das war ziemlich dämlich. Der hat ja jetzt wirklich seine Festung aufgegeben oder seine Befestigung. Gut, aber trotzdem werden wir jetzt aufhören. Wir haben jetzt die da geschenkt bekommen von Sequana. Das ist natürlich super. Und ja, wir brauchen eigentlich nicht mehr viel. Warte. Ziele. Genau, also militärischer Ziel. Okay. Da brauchen wir noch die da. Da müssen wir noch. Ja, mehr Einheiten produzieren, aber das geht ja schnell. Und genau, die Einheiten, das kann man auch sehr schnell machen. So, Navatea, wirtschaftlicher Sieg. Mindestens 90.000. Ja, aber der militärische Sieg, den haben wir ja eigentlich fast. Gut, dann, ich glaube, wir bekommen das innerhalb von 100 Runden zusammen und ich glaube auch, dass 100 Runden jetzt auch genug sind. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, dann Respekt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye. Sega.